meine YouTuber, meine Follower, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise heute wieder Video schaut. Aktuell unterwegs im C63 AMG B204, das heißt V8 Saugmotor M156. Hubraum haben wir, nicht wie es draußen steht, 6,3 Liter, sondern 6,2 Liter eigentlich, 6208 Kubik. Wir haben in diesem Modell 457 PS und 600 Newtonmeter Serienleistung. Und der hier ist natürlich nicht Serie, sondern an dem Fahrzeug ist die Abgasanlage bearbeitet und eine Leistungssteigerung verbaut, das Getriebe angepasst und Zwischengas programmiert. Im Video möchte ich einfach kurz darauf eingehen, was machbar ist. Es gibt die reine Stufe, Software-Leistungssteigerung. Ja, da liegt man so ganz grob 510, 515 PS im Schnitt, was dann nachher rauskommt, wenn man die Vorkatz bearbeitet, Fächerkrümmer verbaut oder die Vorkatz bearbeitet. Das muss jeder selber wissen, was sein Budget hergibt oder was er machen möchte. Liegen die Fahrzeuge so im Schnitt bei 520, 525 PS und meistens so bei 610, 620, 625 Newtonmeter. Ist also doch auch eher so, dass er Serie nicht immer die Leistung bringt, die er haben sollte. Oftmals liegen sie Serie bei 580, 570 Newtonmeter teilweise und es handelt sich um einen reinen Saugmotor. Da ist einfach in Relation nicht mehr zu holen. Also ich kann jetzt aus diesem Fahrzeug nur durch eine Software keine 100 PS rausholen, so wie zum Beispiel bei einem 335 IN54 oder. Ja. Ich jedoch finde das Fahrzeug vom Klang, von der Optik her einzigartig. Deswegen mache ich auch gerne mit dem Fahrzeug ein Video. Ihr wisst auch von vorherigen Videos, dass das eigentlich mein Traumauto ist, schlechthin oder weiterhin. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme das jetzt zum Anlass und mache euch ein kleines Video dazu. Es gibt natürlich die Möglichkeit, größere Hardwareveränderungen vorzunehmen, so wie ich es auch schon hatte. Und zwar mit einem Kompressorumbau. Mit einem Kompressorumbau sind, je nachdem, was man am Motor verändert, Leistungen über 700 PS möglich. Aber da stand auch immer die Frage, was möchte man investieren, ja. Stufe 1 und Stufe 2, zum Beispiel von WiseTech, bekommt man mit Mühe und Not eingetragen. Stufe 3 bekommt man schon nicht mehr eingetragen, weil diverse Bauteile im Motorraum wegfallen, die benötigt werden, wie Sekundärlufteinblasung, die benötigt werden, um es aufrechtzuerhalten, dass das Fahrzeug noch so ist, dass es TÜV-konform ist. Dann ist natürlich die Thematik Bremsanlage. Was mache ich mit der Bremsanlage? Die Bremsanlage ist gut, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber wenn auf einmal mal schon 200, 250 PS und über 200 Newtonmeter mehr Drehmoment kommen, dann ist es definitiv so, dass auch die Bremsanlage ans Limit geht. In dem Fall gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, auf 93er Scheiben vom SL 65 umzurischen. Da gibt es extra Kits. Das wäre eine Möglichkeit. Oder halt Zubehörbremsanlagen. Aber das sind alles so Sachen, da muss man halt wissen, was man möchte und wie viel Geld man investieren möchte. In der Zwischenzeit sage ich, wenn man so ein Fahrzeug möchte, bekommt man zurzeit zwischen, ja, ich sag mal ganz vorsichtig, zwischen 25 und 30 bekommt man was Brauchbares. Ich sage in der Zwischenzeit, der Klang ist so genial, Vorkatz raus, Software drauf, fertig. Es reicht vollkommen. Das Fahrzeug ist fahrbar. Der Motor macht keine Probleme. Mir sind auch keine Probleme bekannt. Das Einzige, was es mal gab, dass sie mal mit den Zylinderkopfschrauben Probleme hatten, wurde aber meines Wissens komplett auf Kulanz getauscht, beziehungsweise bei einer Rückrufaktion. Und weitere Probleme sind mir persönlich nicht bekannt. Und deswegen fasziniert mich das. Ja, die Fahrzeuge, die sind jetzt schon seit 2007, also seit 11 Jahren auf dem Markt, jetzt natürlich abgelöst vom W205 seit einiger Zeit, aber immer noch von der Optik, vom Motor her ein Fahrzeug, wo einfach gefragt ist. Und deswegen dachte ich, ich nehme das jetzt einfach und
mache euch dazu ein kleines Video, sag das, was ich so gemerkt habe, gespürt habe, und wie schon gesagt, ich hatte eigentlich keinerlei Probleme bei meiner ersten, das war ein Facelift, da hatte ich gar keine Probleme, das Fahrzeug hatte schon das MCT verbaut, 7-Gang MCT, das war völlig problemlos. Und bei der zweiten, das war in dem Fall ein Vor-Facelift mit WiseTech Stage 2, gab es kleine Probleme mit der Elektronik, und zwar die Pins von der Drosselklappe, die hinten am Kompressor sitzen, da wird es relativ warm, die haben sich quasi ja, immer geweitet, mehr oder minder durch die Temperaturunterschiede, kalt, warm, heiß, und dann kam es teilweise zu einer Unterversorgung oder zu gar keiner Versorgung mehr, und dann haben halt die Drosselklappen in dem Fall zugemacht, weil sie keine Ansteuerung mehr hatten, und dann hat das Fahrzeug ja, kleinere Probleme gemacht. Aber sonst, Thema Motor, wenn der sein Öl hat, wenn der sein Wasser hat, wenn der seine Zündkerzen kriegt, dann ist es überhaupt gar kein Thema. Zwischengas habe ich euch ein extra Video gemacht, das müsstet ihr schon gesehen haben. Wenn da noch irgendwas gewünscht ist, anderes Video etc., bin ich gerne bereit. Zum Thema Kaufen ist schwierig. In meinen Augen sieht der Vor-Facelift ein bisschen aggressiver aus von der Stoßstange, von allem her. Aber das Getriebe vom Facelift, das MCT, kann natürlich vom Drehmoment und von der Leistung her etwas mehr. Also hier ist es dann nachher eine reine Geschmackssache, was man da nachher nimmt oder was man da nicht nimmt. Also das ist die finanzielle Frage und halt eine Geschmackssache. Ja. Muss jeder in dem Fall selber entscheiden. Ich selber würde den Vor-Facelift, wenn ich ehrlich bin, bevorzugen. Aber wie schon gesagt, das muss jeder selber entscheiden. Ja, was gibt es noch zu sagen? Performance Package Plus beim Performance Package beim Vor-Facelift Sperrdiff dabei, beim Facelift nicht, trotzdem noch optional. Ja, das sind so Kleinigkeiten, aber braucht man es nicht, ist auch immer die Frage, wie fährt man, wo fährt man, das ist so ein Thema. Also ich bin der Meinung, man braucht es nicht, aber ja, das sind halt auch wieder Geschmäcker. Für die Serienbremsanlage gibt es in der Zwischenzeit viele Zubehörbremsscheiben, die taugen, die brauchbar sind. Das heißt, kostentechnisch hält sich da in Grenzen. Versicherungstechnisch hält sich soweit auch in Grenzen. Thematik ist natürlich Thema Sprit. Ganz klar, Thema Sprit ist ein Thema. Normale, humane Fahrweise, ich sag mal ganz vorsichtig, zwischen 13 und 14 Liter bewegt man sich bei normaler Fahrweise. Wenn man das übertreibt, also richtig gemütlich fährt, kriegt man vielleicht 11, 12 mit Mühe Not, aber das ist schon wieder schön geredet, und wenn man dann mal doch zügig fährt, 17, 18 Liter im Schnitt drunter, ist da nicht viel möglich. Das ist halt das Thema, das muss man halt mögen, ganz einfach, das muss man halt wollen, und das weiß man auch, wenn man so ein Fahrzeug kauft, dass man auch nicht immer normal dem Landstraßen oder dem normalen Tempo angepasst bewegt, sondern auch mal Spaß hat, auch mal Gas gibt, dann weiß man das. Und von dem her kann ich so nichts Negatives sagen. Thema Rost so gut wie gar kein, beziehungsweise gar kein Thema mehr, war ja C-Klasse W203, W202, 203 Vor-Facelift, 202 immer in Thematik. Ab da gab es ja in der C-Klasse erste AMG C43 und C36, aber haben sie hier überhaupt gar nicht. Deswegen, wenn ihr so ein Fahrzeug sucht, achtet ein bisschen, dass es gepflegt ist, nicht zu viele Vorbesitzer. Achtet, dass die Kundendienste ordentlich gemacht sind, und dann macht ihr da keinen Fehlkauf. Jetzt danke ich euch fürs Video schauen, und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao.